Ja. Ein Dead Ringer ist angegangen von. Chris, Sepp schießt. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town. Heute mit allen. Hallo! So wie eigentlich immer. Hi. Und, ausnahmsweise aber mal. Genau, ausnahmsweise mal. Und ausnahmsweise. Von mir leider ohne Greenscreen. Können wir nochmal neu starten? Ja, dann sieht man mal deinen geilen Arbeitsbereich, Bram. Dein neues, frisches, umgestelltes Zimmer. Da schießt einer auf mich von innen. Peter und Jason, beide oben. Die waren da. Wer schießt? Der war eiskalt. Der war eiskalt auf mich drauf. Christian, was du da? Wer hat geschossen? Hier wurde was geplantet. Wenn du die Taube rauspackst, Peter, bin ich sauer. Ich glaube, im Startraum wurde was geplantet. Also, ich habe es hier zumindest gehört. Man kann das ja nur. Dalu will dich doch nur anlocken. Ja, es soll ja keiner reingehen, wenn ich sage. Mach keinen Quatsch. Wenn ich sage, es wurde was geplantet, heißt doch nicht, dass du reingehen sollst. Da kommt ein Nate! Dalu, auf dem Dach ist einer drauf, ne? Da kommt ein Nate. Peter, da kam ein Nate von Dalu, glaube ich. Ach, du bist auf dem Dach. Die kam von Dalus Seite, die ist zwischen unsere Häuser gefallen. Was war das denn für eine Nate? Discombulator. Das hörte sich nicht nach einer Disco an. Das hörte sich nach was Schlimmer, nach einer Schreckenlimme. Das war Bram. Nate an. Okay. Nee, der Schuss gerade war ich. Achso, der Schuss warst du. Hier ist doch auch noch einer drin. Wer ist denn hier oben drauf? Ach, Jay. Das ist der Jay. What? Du bist unter Wo Jay. Ist Christian? Ja, ich sehe den Schatten von Jay in dem Raum unter ihm. Das ist ja mega nice. Wo er rumrennt. Wie wirst du mich nie finden, Christian? Da ist was. Hier hinten ist eine Leiche. Ja, das war aber auch ich. Das ist unter Peter. Was für eine Leiche da? Ein NPC. Das ist wirklich unter mir, oder? Weil da hat da jemand dieses. Pass auf, dass der Bram da nicht hochkommt, dich fickt. Naja, der Bram hinter weg. Peter. Bram geht gerade zum Spawn. Ja, während du auf dem Dach rumgelaufen bist, war ich auf der anderen Seite unter dem Fenster. Ja, der ist zum Spawn gelaufen. Bin am Spawn jetzt. Cool. Christian, bei ist so, bei mir ist so einer. Ruhig. Ich bin im langen töten. Gang an dem kaputten Autos. Wie mich will einer töten? Ich sehe Peter. Ich sehe auch Peter. Peter sieht mich. Oh! Das war eine Bombe. Das war eine Bombe. Und die. Ich sehe Feuer. Ja, da ist die explodiert. Ich glaube, Christian, in dem anderen Haus. In dem anderen Peter, Haus. Peter, pass auf, der ist da Nein, hinten. Nein, das der ist hat eine Pistole in der Hand gehabt. Das ist eine Diegel. Der hat ja schon die ganze Zeit in der Hand, muss man Christian sagen. Christian hat. Achso, das war die Diegel. Alles klar. Bei mir war er. Christian! Ja, Dalu. Du hast halt geschossen. Hast du nicht gesagt, irgendwas ist da platziert worden? Du hast bestimmt gehofft, dass einer gucken geht und dann die Bombe hochgeht. Hä, dann hätte ich doch gesagt, hier ist nichts. Also, dann hätte ich doch nicht gesagt, dass da was platziert worden ist. Wer soll denn da gucken gehen? Du hast die Bombe entschärft, Dalu, glaube ich. Ich hab Ärger, das war eine Melon. Oh, ich höre Steps unter mir. Ja, da ist einer unter dir. Ich weiß aber nicht, wo du bist. Wo ist denn Jay hin? Ich weiß tatsächlich nicht, wo jemand ist. Ich stehe am Dach. Achso. Da ist Christian. Da explodiert. Hier. Das war hier die Melon. Da war eine Melon. Aber die habe ich. Die hat Christian, war Christian nicht. War die ganze Zeit unter mir. Nee, hat Christian hat nicht gemacht, der steht da. Nein, die Mel war bei mir. War doch die Mel war in dem Spawnhaus. Das habe ich am Anfang gecallt, dass im Spawnhaus was geplantet wurde. Die waren dann, ich glaube nicht, dass die im Gunstore war. Die waren im Haus daneben. Das ist da oben bei der Treppe. Peter, Smoke ist für dich. Ja, weil ich Steps unter mir gehört habe. Jay, irgendwie ist es zu dir gelaufen. Oh, weed. Also die Mel war in dem Haus beim Spawnhaus da. Da, wo man als Fälscher. Ich glaube, da wurde die Treppe hoch. Wo du die Treppe so hochgehen kannst. Wo ist Sepp denn? Unter dir, da wird aber geschossen, Jay. Peter hat dann. Hey! Hast du das gemacht? Peter, was soll ich gemacht haben? Du gerade einen getötet? Bram, unter dir, nein. Unter Bram. Wie soll ich den denn durch das Dach getötet unter haben? Bram. Du bist gerade runtergegangen, da kamen dann Schüsse. Warte, nee, nicht, geht nicht. Unter Bram ist einer. Jay, ich bin bei dir. Hier ist nur ein Toter. Hier ist Peter tot an dem Fenster. Aber hier ist sonst niemand. Dann wurde er doch gerade von dir getötet. Also gerade die Schüsse, du bist runtergegangen, da kamen die Schüsse. Ja, genau, ich bin hier bestimmt gerade runtergelaufen, die Leiter, hab den weggemacht und hat Peter was gesagt, da bin ich hier wieder hochgekommen innerhalb von einer halben Millisekunde, obwohl ich nur auf der anderen Seite vom Dach stand. Wäre auf jeden Fall krass, da gebe ich Jay recht. Ich hab ein bisschen Angst. Dann kann nur Dalu dann gewesen sein. Lebt denn Weil Dalu die anderen noch? Sind alle sicher. Hier werden Geräusche gewesen. Gemacht. Stimmt. Also entweder war Bram oder Dalu. Dalu ist da auch. Nee, das ist Christian. Christian ist weg. Immer noch mit seiner Poison Gun da rumspielt. Ja, ich kann mit der Shotgun gerne hier stehen. Bringt mir nur nicht viel. Ich trau dir keinen Warum Stück, ist einer drin bei dir, Bram? Ja, da ist einer drin. Wo? Oh, unter da dir. Rausgeschmissen worden. Da ist Dalu. Hurt. Oben in dem Fenster, unterm Dach. Da! Christian ist der andere.
Nein. Oh, jetzt, aua! Was ist da passiert? Ich weiß jetzt nicht genau, was da passiert ist. Wie viel Zeit habe ich noch? Noch 1,30. Christian und Brammen. Oh. Hab ich geschossen. Das heißt, Bram ist nicht? Okay. Und Salo. Oh, scheiße, die schießen beide. Oh. Das war doch Bram, der Sack. Nee, hat Peter nicht gekillt. So doof. Wie soll ich das denn gemacht haben? Ich hab Peter gekillt. Nee, aber nee, Dalu hat das gemacht, hat Peter ja auch gesagt, aber ich hab dir dann halt vertraut, nachdem. Ich hab halt den Schuss gerade richtig hart von dir abbekommen, das hat mich hart verwirrt. Sehr gut gespielt, Bram, gute Runde. Danke. Obwohl wir relativ früh am Anfang aufgeflogen sind. Eigentlich schon, ja. Aber jetzt nach so einer Woche Urlaub, weil es ist komplett neuer Trust gesehen worden. Da kann man auch ja, noch das mal stimmt. Das war keine Wir haben in Civilization zusammen gekämpft um die Weltherrschaft, Junge, und jetzt fällst du mir so ins Rücken. Na, in den Rücken. Was ist Rücken von das war keine Disco, oder? Ne, ich habe eine Frank geschmissen. Einfach mal so über die Map. So eine Scheiße. Aber das kannst du eigentlich nicht unterscheiden, es sei denn, du kriegst Damage. Ey, Bram, du Arsch! Du mieser Wichser! Komm, wir bleiben zusammen, Sepp. Du mieser Wichser! 2, 1 und. Scheiße, wir sind Friends. Jetzt gar nicht die Situation. Hey! Bist du noch da? Peter, ja, ich bin noch da. Ist noch auf der Map. Brandgranate! Fuck you! Fuck you! Peter ist übrigens Traitor. Oh, guck mal, das ist der Jay. Die Brandgranate habe ich nur gedroppt, Peter. Ich habe sie nicht gezündet und trotzdem bist du T. Da oben ist auch noch einer. Okay. Wieder oben ist auch noch einer. Das war jetzt echt eine lustige Geschichte da. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, Seppel, ne? Welcher Geschichte? Was denn, Bram? Hey, nix, alles cool für mich. Da ist Dalu, da ist Christian, oh. Da ist Bram. Ja. Lass das! Durch, Jay, ja? Peter was ist da hier los? Drin? Peter ist da drin. Eine Tür. Da in der Tür? Ja, da kannst du das Überraschungs-Pete drin. Da ist er in seiner Cam. Ist Harry Potter. Traitor Pete. Was ist denn damit? Harry. Ach du Scheiße, ist voller Grafikfehler hier mit der Smoke. Was ist denn? Bram, da ist da, du. Ich vertraue dir jetzt einfach mal, weil ich glaube nicht, dass ich beide Trader kenne. Ich hoffe es. Ja, mir kannst du auch vertrauen. Wer ist das denn? Ja, wer ist das denn? Du meinst Peter und? Oh, shit. Ist doch runtergefallen. Hast du gerade eine Taube in der Hand, Christian? Nein. Okay. Nein. Wo soll ich die her haben? Nein. Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, ich frage mal ganz nett, aber du bist im mittleren Haus. Okay. Alles gut. Ah, oh, Christian, Peter ist raus! Peter will erschießen! Peter macht gleich Quatsch! Trader Pete macht gleich Quatsch. Wer sind denn die Traitoren da? Und danach kommt Sepp mit der Taube hinten aus dem langen Gang. Ja, hinten aus der Ecke da. Ja, ich warte auch, dass er die Taube hat. Da bist du aber diesmal ganz auf dem Holzweg. Ja, natürlich. Da, Taube von Christian! Taube von Christian! Das ist die Taube war im langen Gang, aber Christian hat sie gebraucht. Taube von Christian! Ja. Hier, ganz hinten und am Haus. Die ging auf Sepp, das heißt Sepp können hinter mir, Peter ist der andere! Ja, das war schon klar. Peter läuft im mittleren, ins rechte Haus. Scheiße. Jungs, ich brauche eure Hilfe. Einer müsste beim Spawn sein, einer müsste in dem rechten Haus drin sein. Alter, hast du mich erschrocken. Peter hat den Teleporter. Habt ihr Peter gemacht? Warum schießt du eigentlich immer an der gleichen Stelle, Sepp? Nee, ich hab mich jetzt woanders hingestellt, aber... Ja, weißt du, wo du bist? Ich weiß nicht, wo Sepp ist. Mich verwirrt, dass ihr da rausgekommen seid, wo Peter reingegangen ist. Peter hat einen Teleporter benutzt. Da ist Christian. Hinterm Spawn. Da? Ja. Aber der wollte mich wahrscheinlich nur locken, hat da bestimmt eine Mellen geplant. Peter hat Christian gekillt! What? Hab ich wirklich Christian gekillt? War? Oh Gott! Peter, machst du denn da? Nein, hat er nicht. Schade. Aber er hätte. Hätte ich Christian nicht erschossen, hätte Peter ihn gekillt, weil Peter hat genau von der anderen Seite auf ihn gesagt. Voll mies, Peter. Ich weiß gar nicht, wo der passiert ist.
dass du mich gekillt hast. Das war echt fies. Warum ist die Taube auf einmal explodiert? Fand ich auch ziemlich frech. Da war irgendeine Hitbox von einer Laterne oder so. Lol, Doorlocker, ja, auf halber Strecke ist einfach die Taube explodiert. Ich wollte nicht den Doorlocker, ich wollte das Ding, was die Türen explodieren lässt, aber das habe ich einfach nicht gefunden im Trailer. Alter, Bram hat bei mir voll den mega langen Arm. Was denn da? Ja, bei mir auch gerade. Was ist denn da? Achso, ja, ich hatte eine Taube in der Hand. Ihr habt die aus Versehen kurz ausgewählt. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, weil die Sonne dich noch so angeguckt hat, da dachte ich so, nee, weißt du, vielleicht ist das ja auch jetzt Reflexion. Ich wollte ja nicht direkt bleiben wieder. Aha, mein Nein, Shotgun. Jetzt hast du die gekriegt. Ach komm, ey. Du musst immer selbst hinterherlaufen, wenn du eine Shotgun hast und den nicht. Oh. Easy Kill am Anfang, wenn du Traitor bist. Ja, echt mal, Peter. Easy Kill. Das hat nicht jeder, wenn du keine Waffe hast. Peter! Also, wenn du keine Waffe hast. Stimmt. Ist ein good Sebastian! Peter! Nee, ich hab einen Shotgun. Da schießen aber welche. Ja, Bram ist direkt gefickt worden, Junge. Nee, ich lebe noch. Bram hat gerade Dalu gefickt. Ich lebe echt noch, aber da ist gerade einer gestorben. Ich lebe echt noch. Christian! Ich hab den nicht erschossen. Okay, ich hab Christian gemacht. Christian war Traitor. Okay. Oh Gott! Alter! Wait, jetzt bin ich verwirrt. Ist der andere Dalu oder Zay? Dann macht euch mal. Jay ist es! Das ist Jay! Der sitzt alles dunkel! Ja, der Raum ist scheiße. Der Raum ist echt scheiße, ich hab Peter auch nicht gesehen. Och Mann! Warum war das da am Anfang bei dir passiert, wo du so rumgeschrien hast und einer gestorben ist? Ja, einer ist unter mir erschossen worden! Ja, ich hab Dalu gemacht. Was? Dafür, dass du mir erschossen hast, da ist einer gestorben, weil du einen Hit bekommst. Ja, hab ich auch. Also, du hast echt gut reagiert, aber zum Glück hast du diesmal nicht den Cheat rausgeholt. Boah, ich war schneller als dein Cheat. Aber das hat natürlich den ersten Schuss. Ja, ich weiß. Und trotzdem habe ich dich nicht instant gekillt. Das ist. Nein, ich will. Doch nur eine Shotgun. Aber ich hab die andere. Geil. Das gibt's noch nicht. So läuft das. Wieso hab ich denn hier kein Shotgun-Glück? Das gibt's nicht. Ich hab mich so erschrocken, dass du wieder zurück. Auf einmal hinter mir standest, das war der Wahnsinn. Ja, ich wollte halt wissen, ob du Traitor bist. Ja, ich bin ein Guder. Ich hab auch erst kurz gedacht beim Zugucken, dass der jetzt einfach eiskalt Peter wegmacht, der Arme. Oh, ich hätte fast aus Reflex auf Bram geschossen. Oh, Bram, jetzt hab ich auch eine Shotgun, ja? Was ja, sagst ich du weiß. Jetzt? Ja, was ich sagst du dann jetzt? Jetzt bist du ruhig, ne? Aha, guck mal, du machst einen Schritt zurück. Wirklich auf mich. Ja. Moment, aber da kann wirklich jemand geschossen. War warum bist du hört? Das war Jay. Jay hat mich getroffen. Ich hab eiskalt von oben auf mich geschossen. Wie hab ich dich denn getroffen? Ja, durchs Glas. Ja, sehr bestört. Kann durchs Glas schießen? Ja. Durchs Glas, da kann man nicht schießen. Nein, Moment, das ist hier unkaputtbares Glas. Ja, aber das kannst du trotzdem, da kannst du trotzdem durchschießen. Das wusste ich nicht. Durch Glas? Nee. Wie viel Folgen TPT hast du gestorben? Gestorben, ey? Das wusste ich nicht. Bram ist tot! Oh, der Bram ist tot! Obwohl er hinter Glas stand. Direkt bei mir! Fuck you all! Das ist ja verrückt, ey. Fuck you all! Wer hat den denn so sneaky jetzt weggemacht? Ich glaube, ich hab das sogar gesehen. Hab dahin! Da, Lu, warst du da hinten? Hab ich denn da? Keiner hat hier. Das war eine Fake-Leiche! Das war eine Fake-Leiche! Das war keine Fake-Leiche! Die Leiche ist weg! Das war Christian, der hat einen Deadring angehabt, hat sich bei mir sichtbar gemacht. Ah. Das ist Peter der andere. Peter! Oh nö, wieso sind da alle? Timing von Dalu ist echt wieder unglaublich. Das ist echt scheiße. Du bist sichtbar und ich stehe direkt wieder hinter dir. Also nochmal, man kann wirklich durch dieses Glas schießen. Ja! Aber nur von oben, nicht von unten. Ich habe von unten auf dich drauf geschossen, du hast keinen Schaden gekriegt. Okay, das ergibt keinen Sinn. Doch, das hatten wir doch bei Modern Warfare Remastered mit dem Zaun, der von der einen Seite. Ja, das heißt nicht, dass das Sinn ergibt. Doch, das ergibt Sinn, denn dieses eine Spiel hatte genau das gleiche das Problem. Das ist ein gängiges Feature in Ego-Shootern, dass Objekte nur von einer Seite kaputt geschossen werden können. Jay, kannst du die Tür mal aufmachen? Ja, ihr steht alle im Was, man kann die Tür aufmachen? Du standst ganz vorne. Kann man durchgehen? Hammerhart, ey. Wieder welches Zahn nochmal? Das war jetzt irgendwie. Na, nicht mal entschuldigt hat der Jay sich, ey. Hat einen Arsch. Hä? Wofür denn? Hat einen Arsch. Wofür denn? Ich wusste das ja nicht. Ach so, und dann ist er. Ja, gut. Unwissenheit stiftet vor Entschuldigung nicht, Jay. Ja. Echt, das steht so im Grundgesetz drin.
Artikel 2. Unwissenheit schützt vor Entschuldigung. Ja, ich wollte gerade sagen, Peter, hast du eine Taube da in der Hand? Nein, dann war ich ja danach auch Traitor. Hätte ich ja machen können, was ich will. Also setz dich mal für das Blame entschuldigen. Ich bin gerade gut durch die Gegend geflogen. Ja. Ah, du warst Traitor, ja, das stimmt. Nee, ich war Inno. Kannst du hier was machen? Nee. Achso. Und war, ich war aber Traitor für Sepp danach, also ich fühle mich jetzt auch echt angegriffen. Aua, ich wurde vergiftet. Fuck ja, off, ey. Von? Das ist der auf der Quest-Store. Gun-Store, da drauf. Tja. Hab ich gut getroffen. Er ist wieder. Nicht mehr da oben drauf, ich weiß dann nicht, wo er ist. Dann logischerweise hinten rausgelaufen sein, oder? Ja, was soll das? Warum bin ich angeballert? Weil du gesagt hast, da habe ich aber gut getroffen. Komisch, dass ja, er dann angeschossen soll ich den mit der Poison Gun. Mit der Poison Gun. Nein. Ja, das ist aber der Kunde. Warum sagst du denn das dann so? Willst du dich verarschen, Sepp? Ich hab das jetzt Sepp aber auch tot. So definiert. Sepp war drin im Gunstore, hat sich versteckt und wollte töten. Ich werde jetzt sofort sterben. Ja, aber ich wünsche euch viel Spaß, Boys. Ich liebe euch. Was? Wer ist denn jetzt? Christian, was wieder? Was war das denn? Ich durfte deinen Namen nicht mehr sagen, weil ich mal tot war. War echt geil. Ja, schön, wie Sepp angefangen hat, mich zu blamen als Trader-Kollege. Du hast selber gesagt, oder habe ich einen geilen Schuss gemacht? Ja, aber da musst du doch nicht drauf eingehen. Aber ich hab doch auf dich geschossen. Ja, aber du musst trotzdem noch Sepp da nicht dahin springen und sagen, ja, Christian, dann bist du es ja, aber. Ja, das stimmt, wenn man beide Trader das ist. Doch Bullshit. Ja, aber wenn ich ihn verteidige, dann bin ich ja direkt auch suspicious. Du kannst aber nichts sagen. Ich hab auch nichts gesagt. Du warst suspicious, weil du in dem Laden warst, von wo es geschossen wurde. Ja, wusstest du ja erst, nachdem du mich gefunden hast. Selbst Aussage ja, hat vorher nicht. Klar, wenn man sich in einem Laden versteckt, wusste ich, dass nachdem ich dich gefunden. Und wenn dann ich da gefunden bist. Werde und Christian geblamed habe, dann ist Christian vielleicht unschuldig. Das könnte ja, natürlich sein. Da muss man um ein paar Ecken denken. Aber in diesem speziellen Fall vielleicht. Oh, Dalu, willst du? Weil ich dann ja aufgeflogen bin schon. Das wusste ich ja schon. Hätte nichts gebracht. Oh krass, nach vier Runden Trader bin ich mal Innocent, ey. Ist gelogen, Christian, ist es. Hier, wer diesen schönen Stuhl kaufen? Ich war viermal Trader jetzt in Nein, ich eingesperrt. Jeder, lass das. Kaufen, wie teuer. Der ist ein schöner Stuhl, der kostet 5. Oh Gott, das ist... Hier, nimm den zurück. Dalu hat Trader weggemacht. Nein, Dalu ist hier. Aber nicht ich bin bei Trader. Ja. Nee, Bram ist das. Bram ist hier, dann schießt. Nein, ich will den Stuhl nicht. Alter. Ich will den Stuhl. Ich hab Bram gekillt, der war Trader. Nimm sie mal den Stuhl. Bram war Traitor, der bezahle mit Feuer. Ja, du! Du Ficker! Dalu, du Arsch, hast eiskalt den Jailhack. Deine ist verbrannt. Oh. Man sieht die Schatten hier immer rumtanzen, ey. Bin Dalu hin? What the fuck? Der ist, ja, in irgendein Haus jetzt rein. Dalu? Ja? Sind die Mucke dabei? Komm mal her. Ich bin in der Mitte auf dem Platz. Ne, das glaub ich dir nicht. Ich aber. Und der wartet da mit einer. What an ass. What an ass. Wo bist du, Sepp? Ich bin bei Jay. Ich leiste dir ein bisschen Gesellschaft. Sterbehilfe. Aber nicht die Treppe hochgehen, ne? Nee. Ich kann auch nur von der Seite durch die Scheibe schießen. Alter, die geht bis da oben? Was ist ja, das denn für ein Ski? Combustible Lemon! Ich wollte dir einen schönen Stuhl verkaufen, du Arsch. Ja, da hat der Laden gebrannt, Hamburg-mäßig. Boah, das war hart. Hammerhart, ey. So, gewonnen hat Dalu. Lol, das war schon. Letzter Seth, das war echt schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, ganz schön. Ciao. Ciao. Tschüss.